Hey, Sotillion hier. Ich hatte kurzfristig das Glück, einen Steam Key für Dead Cells zu bekommen und konnte das Spiel schon am letzten Samstag vor dem Steam Release antesten. Das auch im Stream. Und wollte aber den Early Access Release abwarten, um auch die Release-Version, die noch ein paar kleine Korrekturen versprochen hatte, anzuspielen, ehe ich meine ersten Eindrücke hier in ein Video packe. Entwickelt wird derzeit vom russischen Entwickler Bad Pixel und es ist offiziell seit gestern, dem 14. April, auf Steam im Early Access erhältlich und kostet knapp 17 Euro. Ich habe das Spiel mittlerweile für ca. 12 Stunden gespielt und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, euch zu sagen, was ich von derzeit halte. Im Hintergrund laufen hier so ein bisschen Gameplay-Szenen, die gerade jetzt am Anfang so ein kleines bisschen den eigentlichen Gameplay-Loop euch zeigen, ohne dass ich ihn jetzt intensiv kommentiere, sondern wir reden einfach ein bisschen drüber. Derzeit ist nach eigenen Worten ein Hardcore-Multiplayer-Shooter mit Survival-Elementen und diese Beschreibung sollte man durchaus ernst nehmen, denn wer hier Survival erwartet in der Form von DayZ, wird vermutlich relativ schnell enttäuscht werden. An Munitionsarmut leidet in derzeit nämlich niemand. Die Einstiegswaffen, das sind Shotguns, Pistolen und jeweils reichlich Munition, findet man so ziemlich an jeder Ecke. Also rechnet damit, dass Gegner euch angreifen, sobald sie euch sehen. Das Spiel hat definitiv den Fokus auf dem PvP. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4 und macht erstaunlicherweise in Sachen Performance bereits jetzt eine sehr gute Figur. Sowohl die Rendering-Performance ist gut. Ich habe mit meinen Einstellungen auf meinem Rechner durchweg 80 bis 90 FPS in den höchsten Grafikeinstellungen. Aber auch der Netcode scheint recht stabil zu laufen. Zumindest während meiner Spielzeit gab es keinerlei Lags, auch auf komplett vollen Servern. Und das Gunplay, das PvP, geht eigentlich ziemlich erstaunlich gut von der Hand. Ihr seht hier jetzt gerade einen Fight gegen die Bots im Spiel. Es gibt also nicht nur andere Spieler, sondern ihr habt genauso wie bei Escape from Tarkov die Scavs, habt ihr hier herumlaufende Bots, dafür aber eben keine Zombies oder sonstiges komisches Gedöns. Das Spielprinzip selbst bietet relativ viel Bekanntes und im Prinzip nichts eigenständig Neues. Soweit ist es jetzt also nichts Überragendes. Ich meine, beim Preis von dem Spiel und dem kleinen Entwicklerteam ist wahrscheinlich auch nichts anderes zu erwarten. Auf der anderen Seite macht es das, was es bereits implementiert hat, relativ gut. So, wie läuft das Spiel eigentlich ab? Man spawnt an einem zufälligen Punkt auf der Karte, findet in einer nahegelegenen Ortschaft seine ersten Waffen und kämpft anschließend gegen Bots. Das sind über die Karte patrouillierende Trupps von in der Regel drei Leuten oder Soldaten in den Militärstützpunkten und natürlich gegen andere Spieler. So, die Bots sind vergleichbar vom Anspruch her mit den Scavs in Escape from Tarkov. Wie gesagt, wenn sie einen entdecken, greifen sie recht zügig an. Das machen sie auch einigermaßen gut. Sie teilen sich auf, sind relativ aggressiv und auch ordentlich treffsicher. Solange man selbst aus solider Deckung raus agieren kann, sind sie aber im Grunde kein Problem. So, was die Karte betrifft, wir haben im Norden und Süden zwei Safe Zones, in denen man Handel treiben kann. Ihr seht es auch gerade, ich bin hier im Video gerade in einer Safe Zone und verkaufe die ersten Sachen. Man hat einen kleinen persönlichen Stash, den seht ihr hier gerade ganz links im Menü, in den packe ich auch gerade das Geld, was ich verdient habe. Und mit diesem Stash habt ihr also eine Möglichkeit, gewisse Sachen über euren Tod, von dem ihr viele erleben werdet, zu behalten und so Stück für Stück so einen kleinen Charakterfortschritt auch zu haben. Man lagert also im Prinzip wirklich vorwiegend Geld, denn viel andere Sachen passen da nicht rein. Waffen passen im Moment. Waffen kann man storen, das nimmt jeweils nur ein Slot ein, aber man kann sie auch nur ungemoddet da reinpacken. So, darüber hinaus gibt es gelegentliche Missionen und Events auf der Karte. Missionen sehen prinzipiell alle Spieler. Das ist, wenn ihr nachher den Kartenausschnitt nochmal sehen solltet. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Video jetzt eher drin habe.
Die Missionen sehen alle auf der Karte. Das ist also nichts Persönliches für euch, sondern Missionen dienen quasi dazu, immer wieder die Spieler zusammenzubringen und in Fights zu verwickeln. Basieren im Prinzip darauf, in einem begrenzten Gebiet eine gewisse Anzahl von Bots zu töten. Die Missionsschwere richtet sich danach, wie viele Bots das sind. Und im Anschluss eine Lootbox einzunehmen, die quasi die Belohnung für diese Mission enthält. Und tja, erwartungsgemäß sind sie hart umkämpft. Ich vermute, gleiches gilt für andere Events wie die Airdrops, von denen ich noch keinen gesehen habe, die aber zumindest in der Kartenlegende vermerkt sind, dass es sie geben soll. So, obgleich das Spiel derzeit auf den offiziellen Servern und auch auf den privaten Servern, die es schon gibt, zum Teil in Third Person spielt und man zwischen Third Person und First Person umschalten kann, bietet Third Person klar die normalen Vorteile, dass man über die Kamera natürlich über Objekte hinwegsehen kann, aber darüber hinaus relativ wenig Vorteile. Die Aim-Hilfe ist nicht da, denn es gibt kein Fadenkreuz, wie ihr seht. Das ist also schon ein bisschen, es geht in die Richtung, das, was die Entwickler als Hardcore bezeichnen. Das Schießen in Third Person ist auch relativ ungenau. Es ist also wirklich gut, ins ADS zu gehen und damit automatisch in die First-Person-Perspektive zu wechseln. Ich muss sagen, für mich reizt Third Person überhaupt nicht, deswegen ich habe das Spiel im Prinzip gestartet, habe nach der ersten Minute in First Person umgeschaltet und bin in diesem Modus für meine gesamte Spielzeit geblieben und hatte im PvP keine nennenswerten Nachteile. Von daher, das spielt sich eigentlich so recht ordentlich. Die Steuerung ist relativ gut. Es ist eine ganze Menge schon drin. Ihr habt gesehen, man kann beispielsweise sich seitlich lehnen, man kann in die Hocke gehen, man kann nicht prone, man kann sich also nicht hinlegen. Vaulting ist im Game. Das ist auch sehr interessant. Es ist ein bisschen hakelig noch, aber es ist zu diesem Zeitpunkt schon drin und damit beispielsweise vom Bewegungsablauf schon etwas mehr, als was man eigentlich erwarten kann. Seitwärtsbewegungen fühlen sich ein bisschen sperrig an im Moment, das merkt man. Das ist teilweise, ist die Bewegung dadurch ziemlich schwammig und auch ein bisschen unrund. Auf der anderen Seite fühlt es sich so an, als ob die Entwickler hier von Anfang an Wert darauf legen, so von anderen PvP-Spielen bekannte Sachen wie das Bunny-Hopping und diese ganze Zickzack-Rennerei in Schüssen zu entgehen, von vornherein zu vermeiden. Das Waffenhandling, hatte ich schon gesagt, ist ziemlich gut. Genauso ist es die Time to Kill. Die ist extrem kurz, selbst mit einer einfachsten Waffe, mit einer Makarov, ein Headshot killt, zwei, drei Bodyshots, selbst mit einer Rüstung, also es gibt Rüstung im Spiel. Ich habe nur einfache bis jetzt gesehen, höherwertige, da habe ich noch keinen Zugriff darauf, Schützen vielleicht ein bisschen mehr. Solange man den Kopf trifft, hat man mit jeder Waffe überhaupt kein Problem. Shotguns, wie wahrscheinlich in jedem Multiplayer-Shooter am Anfang, sind gnadenlos überpowered. Die doppelläufige Schrotflinte hier in dem Spiel, sobald man da der zu nahe kommt, das ist einfach nur das eigene Ende. So, soweit zu den positiven Sachen, die man für so einen Early Access-Titel am Tag 1 oder in den ersten Spielstunden sagen kann. Weniger begeistert bin ich von der Map, die derzeit eine Größe von etwa 25 Quadratkilometern hat und bis zum endgültigen Release auf über 200 Quadratkilometer ausgebaut werden soll. Und da sind für mich die größten Fragezeichen mit verbunden, denn die Umgebung sieht dank Unreal Engine sehr, sehr schick aus. Interessante Punkte auf der Karte gibt es aber nur extrem wenige und die Ortschaften selbst sind mit beispielsweise den Ortschaften, die ihr aus DayZ kennt, nicht vergleichbar. Die markierten Punkte auf der Karte bestehen in der Regel aus 2 bis 6 kleinsten Häusern und Verschlägen, wobei sich die einzelnen Gebäudetypen sehr stark wiederholen und auch sehr, sehr polygonarm sind. Ich weiß nicht, ob das Performance-Gründe hat, was ich mir nicht so richtig vorstellen kann, weil, wie gesagt, es läuft butterweich und die Vegetation sieht auch ordentlich aus und ist lange nicht so polygonarm. Einige Gebäudetypen sind auch nicht begehbar, wie beispielsweise die Hochhäuser, die ihr im Trailer seht. Das sind also wirklich nur Quader mit Texturen, was sehr, sehr schade ist. Und
da kommen wir auch an der Stelle zum meinem größten Kritikpunkt. Für ein PvP-orientiertes Spiel fehlt mir hier, dadurch, dass es so wenig Gebäude gibt, ein bisschen die Abwechslung. Das freie Gelände, was ihr hier im Spiel seht, bietet kaum Deckungsmöglichkeiten. Es gibt kaum Felsen, kaum Büsche. Das Gelände steigt über lange Strecken ganz sachte an. Es gibt also nur diese Bäume, in denen man Deckung suchen kann. Und Fights gegen eine Überzahl von Gegnern, was in dem Spiel nicht untypisch ist, weil hier wirklich viele Teams rumlaufen, sind im Prinzip für einen Solospieler nur aus großer Entfernung mit guter Ausrüstung zu gewinnen. Weil ansonsten zum Beispiel die Time to Kill ist so niedrig, dass man hier mit wenigen Treffern down geht und man hat im Prinzip keine Deckung. Man kann die Leute wirklich nur mit Dauerfeuer und gutem Gear und viel Munition quasi umhauen. Häuserkampf ist einfach durch die geringe Anzahl von Gebäuden eigentlich nicht wirklich im Spiel bzw. nicht ernst zu nehmen. Diese paar Hütten sind alle im Bereich des Spawns. Da hat man selten Spieler mit gutem Gear, auf die man trifft, und Sniping ist mehr oder weniger kein Thema. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt in dem Spiel schon große Scopes gibt. Ich habe es noch keins gesehen. Gegen den Hardcore-Ansatz, den das Spiel verspricht oder den das Spiel erfüllen will, spricht für mich die Tatsache beispielsweise, dass man auf der Karte nach Belieben Markern setzen kann und nach seinem Tod ohne Probleme über die halbe Karte mit Autorun-Funktionen wieder zurück zu seiner Leichen sprinten kann und solange sie nicht gelootet ist, allen Krempel wieder aufnehmen, den man vorher verloren hat. Das ist okay, wenn man durch Bots gestorben ist. Das macht aber auch, wie gesagt, gerade durch diese Autorun-Sprinterei durch die leeren Karten oder durch die leere Landschaft ein bisschen den Hardcore-Ansatz für mich kaputt, wenn man überlegt, wenn man sich einfach das Spielgefühl von Escape from Tarkov vorstellt, wo die Leute gerade am Anfang wirklich Angst haben, auch nur 3 Schritte vorwärts zu gehen, weil sie nicht wissen, was hinter dem nächsten Busch auf sie lauern könnte. Das ist hier das ganze Gegenteil. Man rennt hier wirklich sehr, sehr schnell los und merkt, okay, außerhalb von den Ortschaften ist quasi keine Gefahr und rennt einfach nur noch geradeaus. Ja, es gibt keinen Grund, im Prinzip diese Karte zu erkunden. So. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, woran die Spieler, die Entwickler arbeiten müssen, hier wirklich viel, viel mehr auf dieser Karte an interessanten Stellen einzufügen, mehr Deckungsmöglichkeiten, damit einfach auch die Fights ein bisschen interessanter werden, denn ich so denke, ansonsten nutzt sich dieses Spiel und auch dieses Spielgefühl sehr, sehr schnell ab. Wirklich Gefahr verspürt man im Moment hier eigentlich noch nicht und das sollte bei einem Hardcore-Shooter schon der Fall sein. Das zweite große Problem, was ich festgestellt habe, gerade zum Release, ist einfach aufgrund dieser sehr wenigen Points of Interest auf der Karte, liegen natürlich die ganzen Spawns sehr nahe drumherum und gerade wenn ihr einen vollen Server erwischt, was jetzt der Fall war zum Release, dann sind das schon echte Schlachten direkt um die Spawnpunkte und damit will ich das Video auch beenden lassen. Ihr seht hier im Hintergrund einen meiner größeren PvP-Fights. Ich bin hier gerade nach einem Tod auch frisch gespawnt, habe hier eines dieser kleinen Dörfer vor mir und ja, ihr seht, was hier passiert. Es kommen wirklich im nicht Minuten, sondern im mehr oder weniger im Sekundentakt immer wieder neue Spieler, die eben versuchen, auch nach ihrem Tod wieder Gear zu finden, beziehungsweise kommen nach ihrem eigenen Tod zu ihrer Leiche zurück und versuchen irgendwie was zu retten. Und ja, an der Stelle mache ich hier ein paar Kills, aber das ist nichts, was einen auf Dauer motiviert. Da muss auf alle Fälle mehr Content rein. Auf der anderen Seite, wenn ich das vergleichen muss zu Spielen wie Scum, da war ein bisschen mehr auf der Karte an Content schon da. Allerdings war in Scum beispielsweise das ganze PvP, der ganze Netcode, die ersten 3-4 Wochen so eine Katastrophe, dass das Spiel einem schon nach wenigen Stunden überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Das ist hier auf alle Fälle anders und von daher werden wir einfach sehen, wie sich es entwickelt. Ich werde es die nächsten Tage noch 1-2 Mal, denke ich mal, im Stream mitspielen und dann werden wir einfach die Entwicklung weiter verfolgen. So, von meiner Seite sind das meine ersten Eindrücke von Deadseid. Ihr merkt, ich bin jetzt nicht übermäßig begeistert. Ich bin allerdings auch nicht enttäuscht.
worden von dem Spiel und deswegen werden wir einfach schauen, wie sich es weiterentwickelt. Ich lasse jetzt hier die Runde noch ein bisschen weiter laufen. Der Fight ist noch nicht zu Ende. Verabschiede mich aber schon mal von euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Also, macht's gut.